Willkommen zurück zu Still Life. Ja, Freunde, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir sind hier bei... bei Mark Ackermann, dem Künstler. Und es sieht hier ja schon ziemlich, wie soll ich sagen, also nicht gerade hübsch aus. Hübsch sind nur seine Gemälde, die wir uns jetzt mal in aller Ruhe anschauen werden. Ja, ich weiß, Gustav, wir müssen leise sein. Also gucken wir mal. Die links erkenne ich nicht, aber die rechts kenne ich umso besser. Ida hat mir nie gesagt, dass sie für ihn Modell gestanden hat. Ida. Heißes Mädel, muss man ja schon sagen, aber die sind alle heiß. Nein, dieser Style hier, das hat einfach was. Das trifft absolut meinen Geschmack hier. Also Talent hat er auf jeden Fall. Die linke erinnert mich an Franziska. Aber die rechte kenne ich nicht. Ja, du kannst ja auch nicht alle kennen. Es wäre ein bisschen bedenklich, mein guter Gustav. So, okay. Dann haben wir da noch eine. Links ist Vladana. Und Apollinas Bild ist nun auch fertig. Die Farbe trocknet noch. Vladana ist aber auch eine hübsche. Meine Güte, meine Güte. Okay, ja, alle hübsch, wie gesagt. Die Farbe, ja, ist das da Blut? Nein, es ist natürlich nur Farbe, ne? Ist klar. Okay. Ist da noch was abgehängt? Anscheinend nicht. Da waren die wohl. Obwohl. Ja, gut, vielleicht waren sie da mal drauf eine Zeit lang, aber. Was gibt's denn hier noch außer die Gemälde? Da oben irgendetwas? Nein. Hier ist ein Buch. Ich nehme da einfach mal mit. Würdest du mich auch in Kenntnis setzen, was da drin steht? Nimm da einfach das Buch mit, ey. Buch über Okkultismus, oho. Muss ja noch nichts heißen, aber... Auszug aus dem Tagebuch von Windrod Hadleyhour. Aber ich war so durch fantastische Vorstellungen verwirrt, dass ich im Nachhinein glaube, dass es nur ein paar Minuten gewesen sein konnten. Sogar in diesem benebelten Zustand konnte ich den Schluss ziehen, dass ihm Wermut eine Art Narkotisierungsmittel sein musste, der diese Wirkung hervorrufen sollte. Wir kamen dann in einen Grasbereich, wo ich eine leichte Hand auf einem gewundenen Weg entlang führte, der schon fast kreisförmig zu sein schien, aber auch ein paar scharfe Biegungen enthielt. Anfangs versuchte ich noch, die Anzahl der Biegungen zu zählen, aber ich verlor bald schon den Überblick wegen dem Geflüstere um mich herum, von dem ich nicht viel verstand. Außer, dass es eine Art rhythmischer Gesang war. Ich konnte keine genauen Worte verstehen. Auf diese Weise konnte man mich komplett orientierungslos machen. Mein Geist sprang kontinuierlich von einem Gedanken zum nächsten und die Klänge, die ich wahrnahm, trugen nur noch mehr zum Chaos bei. Und als ich am Ende des Weges ankam, auf dem man mich führte, konnte ich überhaupt nicht mehr beurteilen, wie weit ich in eine bestimmte Richtung gegangen war. Sowohl Körper als auch Geist waren vollkommen verwirrt. Plötzlich hörte ich den unpassenden Klang eines Klaviers irgendwo in der Nähe. Die Hand ließ meinen Arm los und ich lief auf die Musik zu. Ich ging dabei über ein paar Stufen und eine flache Oberfläche aus kaltem Stein. Ich kam in einen Raum, in dem die klimpernden Klaviertöne von den Wänden zurückgeworfen wurden. Eine gedämpfte Stimme triggierte mich zu einem Raum, den ich als meine Augenbinde... als einen geschmückten Festsaal identifizierte, zu dem ich durch einen Innenhof gelangt war. Als meine Arme wieder entfesselt wurden und ich an meinen Handgelenken rieb, blickte ich umher, um zu sehen, was als nächstes kommen könnte. Die Einrichtung war im Stil wie jeder andere High-Society-Festsaal, einschließlich eines Porträts ihrer Majestät, die abschätzig auf uns niederblickte. Der Unterschied war, dass sich eine ungewöhnliche Anzahl von Leuchten an den Wänden befand und natürlich das düstere Porträt eines Mannes, das hinter dem Klavier hing. Aber natürlich wären diese Unterschiede den meisten Leuten nicht aufgefallen. Wenn ich die Personen im Raum erst jetzt beschreibe, dann aus dem einfachen Grund, dass die bloße Erinnerung an ihr Aussehen mir einen kalten Schauder über den Rücken jagt.
Es waren alles Männer, die komplett schwarz gekleidet waren und cremefarbene Masken trugen, die denen der Commedia dell'arte ähnelten. Die Masken waren ausdruckslos, das heißt, sie hatten nur Löcher für die Augen und Schlitze für die Nasenlöcher, wodurch sie so neutral aussahen, dass sie mich an den Tod oder an das Jenseits denken ließen. Sie hielten sich an den Händen und bildeten einen Kreis. Ich stand in der Mitte. Ich war so stark beeindruckt, dass ich die auf dem Boden liegende nackte schwarze Frau erst bemerkte, als ich sie mit meinem Fuß berührte. Zuerst glaubte ich, sie sei tot, aber es waren keine Spuren der Gewalt an ihr zu erkennen. Und dann sah ich ihren Hals sich leicht bewegen. Ich dachte, sie sei in einer Art narkotisch herbeigeführten Schlummer. Einer der Männer fing an zu sprechen, aber ich kann nicht sagen, wer es war, da die Stimme aus verschiedenen Richtungen zu kommen schien und ich natürlich keine Lippen sah. Und immer, wenn ich dachte, ich hätte die Stimme lokalisiert, schien sie aus einer anderen Richtung zu kommen. Man sagte mir, dass wenn in dieser Nacht der Schleier am dünnsten wäre, ich dazu auserwählt sei, eins mit den anderen im Kreis zu werden, um ihn zu empfangen, genauso wie die anderen es getan haben. Ich konnte nicht mehr herausfinden, was er damit meinte, da mich etwas an der Schulter berührte und meine Haut plötzlich ganz schnell warm und dann heiß wurde und mein Kopf sich mit Geräuschen, Lichtern und einem anderen Gefühl füllte. Ich erinnere mich an nichts weiter als an diese Nacht. Ich wachte wieder zu Hause in meinem Bett auf, immer noch nackt, aber ohne Spuren von Schlamm oder Erde an meinem Körper, die einen Hinweis auf die Ereignisse des Vorabends hätten geben können. Das dachte ich zumindest, bis ich unter zwei Fingernägeln hellbraune Flecken feststellte, die nicht von Erde stammten. An der Unterseite meines linken Handgelenks war ein schwacher, rötlicher Abdruck, der aussah wie... Wie denn? Tja, ein sehr interessantes Buch, eine sehr interessante Erzählung. Irgendwie macht das den guten Mark nicht unbedingt unverdächtiger. Aber als Beweis ist das natürlich zu wenig. So, hier sehe ich mal nichts mehr, deswegen gehen wir weiter. Ah ja, da kann man natürlich schön Modell stehen, ist klar. Beziehungsweise sitzen, liegen, was auch immer. Aber da ist nichts für uns. Da ist ja gar nichts mehr für uns. Ernsthaft, das war's? Das war aber dann... Na gut, mit dem Buch. Hier kann ich noch was überprüfen. Blut. Und zwar noch frisch. Das ist jetzt wirklich bedenklich. Ja gut, aber er hat jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie was... Blut. Okay. Und zwar noch. Das ist jetzt natürlich sehr bedenklich, dass, da könnte man überlegen. Ja. Vielleicht noch die Polizei. Ah, da liegt was. Mr. Ackermann, Ihr Verhalten ist finanziell nicht mehr tragbar. Ihr Vater gibt sein Amt als Botschafter auf. Sie kehren in Kürze mit ihm nach Amerika zurück. Packen Sie Ihre Sachen. Patrick Bell, Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Mhm. Scheint wichtig zu sein. Okay. Vielleicht ist Ackermann hier gar nicht mehr. Vielleicht ist er schon in Amerika. Wer weiß. Willst du das jetzt noch genauer dir anschauen? Wahrscheinlich nicht. Bells Telegramm. Mehr steht da nicht. Okay. Gut, ich denke, das war's. Ich denke, wir können gehen. Eventuell passiert ja dann was. Noch passiert nichts. Wir haben hier auch keinen neuen Punkt hinzubekommen. Ich würde das der Polizeiwache erzählen wollen, was wir das, zumindest, dass wir hier Blut gefunden haben. Das ist ja wohl das Beunruhigendste schlechthin. Na, sowas, wo ist denn der hin? Ja gut, wenn er nicht da ist, dann kann ich mich hier in Ruhe umgucken, ne?
Das dufte ich ja. Oder dufte ich das hier schon mal? Spinde gucken und so? Na, das will er eh nicht. Okay, dann gehe ich mal zum Büro des Inspektors. Das war hier, ne? Auch seltsam, dass die da jetzt keiner ist. Das macht auch die Polizei verdächtig. Kann man ja jeden verdächtigen im Grunde. So, haben wir hier noch irgendwas? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Joa, was ist denn damit? Ist da jemand drin? Ach, die Gefängniszelle. Cool, da haben wir uns auch noch nie umgeguckt. Schauen wir doch mal. Ich glaube, da will einer raus. Aber ich glaube, da kann ich gar nichts tun. Schaut mal. Keine Interaktionsmöglichkeit, das interessiert ihn nicht. Hier ist nichts, das Herzchen interessiert nicht und in die Richtung will er nicht weiter. Ich kann deinen Rufen nicht folgen, es tut mir leid. Ich habe hier keine Interaktionsmöglichkeiten, zumindest noch nicht. Gut, dann gehen wir mal hoch. Nun, Herr Inspektor, sind Sie mit der letzten Zahlung zufrieden? Ja, das könnte man wohl sagen. Der Botschafter wünscht Ihnen viel Erfolg bei Ihren Nachforschungen nach dem Mörder. Unsere kleine Abmachung dürfte damit honoriert sein. Leben Sie wohl, Herr Inspektor. Richten Sie dem Botschafter meinen Dank aus. Was den Mörder betrifft, so dürfte das passende schwarze Schaf bereits gefunden sein. So ein Schwein. Wahr. Wow, das haut mich um. So hatte ich mir dein Zimmer nicht vorgestellt. Miller, was zum Teufel machst du hier? Ich hab eher was im Stil von Hellraiser erwartet. Verdammt, Miller. Tut mir leid, aber ich wollte dir nur sagen, die partiellen Abdrücke und die auf der Flasche stimmen zu 99% überein. Wirklich? Ja, und ich dachte mir, du würdest Collar sicher befragen wollen. Okay, wir treffen uns dort. Unternehmen nichts, bevor ich nicht da bin. Geht in Ordnung. Jo, und schon haben wir wieder einen Szenenwechsel. Interessant, ne? Ja, ihr habt's ja gehört aus dem Gespräch. Da ist die Polizei anscheinend, kriegt die Geld, damit sie den wahren Mörder deckt. Es ging um den Botschafter. Also, der Vater von Mark Ackermann. Würde ja gerade ziemlich gut passen, ne? Und dass sie jetzt einen anderen... ja, ein schwarzes Schaf auserkoren sollen und dann nehmen sie wahrscheinlich den armen Gustav, das hat ja Victoria auch nachgelesen, dass da so Gerüchte in der Welt waren und wir wissen ja auch bereits, dass er dann nach Amerika ging, wahrscheinlich um eben Mark sich zu schnappen, dort, da er weg musste und da ging ja das Morden auch weiter, das hat natürlich auch den ihren Großvater weiterhin verdächtig gemacht, eine sehr interessante Geschichte. Aber hier, in der Gegenwart, haben wir noch keinen Anhaltspunkt, wer der Mörder ist. Ich meine, wie viele Jahre ist das her? Das kann ja schlecht der gleiche sein. Es handelt sich hier natürlich um jemanden anderen. Na gut. Dann sagen wir mal Papi noch Tschüss. Oder schläft er schon? Oh, ich glaube, der pennt. Hat's geschmeckt. Gucken, ob er mir was übrig gelassen hat. Natürlich nicht, ne? Netter Papi. Backen, ey. Ah, schnell weg. Nö, wenn er schon im Bett ist, dann will ich ihn auch nicht weiter stören. Dann gehen wir. Ja, und jetzt die große Überraschung, dieser eine Typi, den wir da mal kurz befragt haben, wo wir die Flasche mitgenommen haben. Da passen die Fingerabdrücke. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Deswegen gehen wir mal nochmal ganz schnell zum Campus. So, da haben wir auch schon unsere Verstärkung. Wenn es so spannend wird, ne? Dann gibt es den Szenenwechsel. Mensch, Miller, hätte es nicht 5 Minuten später kommen können. Aber los. Da wartet er schon. Hallo, Miller. Hallo. Hm.
Vaclav, wir müssen Sie sprechen. Die charmante Agentin ist zurück. Charmante Agentin? Was soll denn das? Psst. Hast du das gehört? Was denn? Ist sicher der Fernseher. Glaube ich nicht. Doch. Ich glaube, da läuft Clockwork Nightmare. Nein, das ist nie im Leben ein Film. Ach Quatsch. Das nennt man eine berechtigte Vermutung. Mensch, Victoria. Fordert Date an. Verdammt. Mach ich. Später. Die will doch nur da rein. Oh, Mila. Hast also doch recht gehabt. War bloß ein Film. Mach keinen Scheiß. Wir können echt Ärger kriegen. Mensch, relax. Komm, schauen wir uns mal sein Zimmer an. Na also, hab ich doch recht gehabt. Ist wohl Clockwork Nightmare. Na ja, Mensch, machen wir einen Film haben, ne? Ja, vielleicht auch nicht. Okay, schauen wir uns mal in seiner Bude um. Okay, da ist anscheinend nichts. Jo, das Zimmer haben wir ja auch das letzte Mal schon ein bisschen erkundet. Da waren wir noch nie drin. So. Der Typ ist krank. Ach was. Hast du nicht die Bilder an den Wänden gesehen? Na und? Alles Horror, Mord und Pornobilder. Findest du das normal? So sieht's beim Drittel aller Jugendlichen aus. Der Typ ist unschuldig. Wir sind nur wegen seiner Abdrücke hier und nicht, um ihn in den Dreck zu ziehen. Das tun schon die Anwälte. Hey, wir brauchen einen Officer, um eine Tür zu bewachen. Okay, schauen wir uns mal weiter um. Ja, also das macht ihn jetzt nicht wirklich verdächtig. Aber er interessiert sich halt. Ich meine, er hat eine Affinität und er... Hat er nicht auch was... Er hat doch auch die Sachen untersucht, diese Mordfälle von damals. Darum ging es doch in seiner Arbeit, meine ich. Deswegen, das könnte man auch als Recherche bezeichnen, teilweise. Außerdem sehe ich ja gar nichts Pornografisches. Miller, was ist denn für dich pornografisch, bitte? Na, egal. Bilder von Opfern von Serienmördern. Bilder von Opfern von Serien... Okay, ich weiß nicht, ob ich... Bilder von Opfern ja. von... Ich werde hier wohl nichts sonst sehen. Denke ich mal. Na gut. Was haben wir hier? Die Wäsche, da steht ja förmlich vor Dreck. Kann ich mir vorstellen. Ich wusste gar nicht, dass Clockwork Nightmare sogar eine Fortsetzung hat. Ach, das geht bei Horrorfilmen so schnell. Den Computer gucken wir uns zuletzt an. Verschiedene Artikel über Serienmörder. Ja. Ich habe in meinem Job ja schon viele abartige Dinge gesehen. Aber diese Unterhosen schlagen alles. Ja, vor allem... Ach, egal, sag ich besser nicht. Okay, was ist das? Wenn ich das Bett mit Luminol einsprühen würde, bräuchte ich sicher eine Sonnenbrille. Wenn ich das Bett mit Luminol einsprühen... Ist nur einmal witzig. So. Das ist auch bestimmt wieder das Gleiche. Hey, das sind die Preisträger. Bundy, Gacy, Berkowitz, Ramirez, Fish, Ridgway und DeSalvo. Okay. Alles, was du sagst. So, okay, zu guter Letzt Computer, bitte. Was? Den kann ich mir nicht angucken? Das sind die ersten, Victoria, das ist jetzt ein Witz, oder? Wenn du Hinweise suchst, dann kriegst du sie da doch am ehesten. Okay, dann halt nicht. Dann lass halt den Computer einfach so in Ruhe. Und, ja. Ich denke, das war's. Oder? Miller, was meinst du? Oh, wer ist denn das? Ach ja, die. Wurde ja auch schon mal geredet. Was ist los? FBI. Hallo. Sie müssen Mia sein, stimmt's? Ja. Und mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Agent McPherson und das ist Detective Miller. Sie wissen nicht vielleicht, wo wir Wackler finden können? Doch, das weiß ich.
Ich habe ihn vorhin bei der Arbeit gesehen. Er bekam eine Massage oder nahm ein heißes Bad. Ich weiß nicht mehr genau. Wo arbeiten Sie? Ach, Miller, ist das nicht offensichtlich? Und wo arbeiten Sie? Hier, meine Karte. Die Adresse steht hinten drauf. Kannst du das überprüfen? Wir treffen uns dann dort. Klar. Besser als hier dumm rumzustehen. Können Sie mir verraten, was Sie dort genau tun? Sicher doch. Ich kann es Ihnen sogar zeigen. Ihren Schultern und dem Nacken nachzuurteilen, sehen Sie ja sehr verspannt aus. Kommen Sie doch mit. Sind nur ein paar Schritte bis zu meiner Wohnung. Danke für das Angebot, aber leider nein. Ich muss unbedingt Ihren Freund Vaclav sprechen. Meinen Freund? Vaclav mag ja ein netter Kerl sein, aber kein Freund von mir. Er ist nur ein Nachbar. Okay. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihren Fragenfluss unterbreche, aber darf ich mal ganz offen sein? Ja, wenn's unbedingt sein muss. Lass hören. Sind Sie bereits vergeben? Das hatte ich nun nicht gerade erwartet, aber hätte ja auch schlimmer kommen können. Die Antwort lautet ja. Wie schade, aber auch. Ich kann nun leider nicht länger plaudern, aber ich kontaktiere Sie später wieder. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Jederzeit. Mein Angebot steht, falls Sie Ihre Meinung ändern sollten. Ich melde mich. Ja, wäre ich auf jeden Fall dafür. So als Spezialbonus-Content könnten wir doch mal Sie besuchen. So ein bisschen. Ne? Vielleicht. Wir können es ja probieren. Auf jeden Fall nette Kleidung, die sie da anhat. Warte, ich komm mit. Ich hab's mir anders überlegt. Warte! Ich klopf mal. Ich sollte sie jetzt nicht stören. Och, Menno. Na gut, dann, ach ja, wir wollten ja die Karte überprüfen. Hier ist sonst eh nichts mehr. Ach du! Sie haben mich gerufen, Agent McPherson? Ja, ich möchte, dass Sie die Tür im Auge behalten, falls Vaclav Koller aufkreuzt. Beschreibung? Circa 1,80, schwarzhaarig, Brille und Narbe im Gesicht. Okay, ich sag Bescheid, falls er auftaucht. Super. Danke, Tate. Klingt ja fast nach Harry Potter. Aber Harry Potter ist ja nur 1,50. Ja, kleiner Scherz. So. Dann wollen wir mal... Villa, hast du was rausgefunden? Miller? Ist ja schon... Achso, der ist ins Büro. Ich dachte, das hätte er so über Funk am Auto gleich checken können. Na gut, dann heißt es wohl auch für uns... Ab aufs Revier! Mensch, heute läuft's ja richtig gut, ne? Ich muss ja das vom letzten Part auch wieder ein bisschen gut machen. Wo ist denn meine Maus? Ah, ich habe einen neuen Punkt! Das Red Lantern! Achso, da wo die arbeiten. Dann interessiert mich das mehr. Stimmt, da ist auch Müller. Okay, viel besser wie Revier. Ich glaube, ich habe die Sache vermasselt. Hast du wieder versucht, den starken Willi zu spielen? So ungefähr. Und wie genau? Ich habe nur gesagt, ich müsste einen der Kunden sprechen. Als er mich immer noch nicht reinlassen wollte, versuchte ich's über die überzeugendere Methode. Das heißt, du hast ihm deine Marke unter die Nase gehalten, oder? Könnte man so sagen. Und dann? Er wollte einen Durchsuchungsbefehl sehen. Aber welcher Richter stellt uns den mitten in der Nacht und so kurz vor den Ferien aus? Schöne Scheiße. Aber warte mal. Ich habe eine Idee. Du bleibst hier, falls ich Vaclav verpasse. Weißt du, wie der aussieht? Ja. Und was hast du vor? Pass du nur auf die Tür auf. Bin gleich zurück. Oh, Victoria, jetzt bin ich aber mal gespannt, was du vorhast. Das möchte ich noch schnell checken. Kann mir da schon was denken. Mal schauen. Okay, schon wieder so ein halber Riese. Tut mir leid, Süße. Ich muss erst deine Karte sehen. Die habe ich vergessen. Kann ich nicht trotzdem rein? Ohne Karte läuft hier gar nichts. Wohl neu hier, was? Ist das denn so schwer zu kapieren? Keine Karte, kein Zutritt. Dein Problem, wenn du so blöd bist, sie zu vergessen. Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Nur dies eine Mal. Vorschrift ist Vorschrift. Wenn ich dich reinlasse, bin ich den Job los. Erklärt euch denn niemand, wie das hier läuft?
Doch, aber ich wohne so weit weg. Und das Taxi wird mich ein Vermögen kosten. Mensch, nimm dir ein Taxi. Die zahlen dir das schon zurück. Würden Sie vielleicht Ihren Chef direkt am ersten Tag nach Geld fragen? Da bin ich doch direkt unten durch. Da ist was dran. Aber trotzdem. Und wie gefällt Ihnen Ihr Job? Sind die in Ordnung? Und ob mir der Job gefällt, wenn ich an den letzten denke. Aber wie die Sache hier für euch aussieht, kann ich natürlich nicht sagen. Da musst du schon die Mädels selbst fragen. Wie viele Mädels arbeiten denn noch hier? 4. Haben die dir denn gar nichts erklärt? Doch. Dann fahre ich besser nochmal zurück und hol die Karte. Tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Kann ich schon verstehen. Okay, die sexy Methode reicht nicht. Wir brauchen eine Karte. Das eigentlich kein Problem ist. Wir haben ja noch die Karte von... Na gut, das wird eine andere Karte sein. Ach, ich weiß es nicht. Probieren wir einfach mal. Vielleicht können wir die ja ein bisschen ändern. Dein Plan hat wohl nicht geklappt. Nicht ganz. Ich muss zu Mia und sie überzeugen, mir ihre Karte zu geben. Passt du hier auf, für den Fall, dass Cola beschließt, sich zu verdrücken? Wie üblich. Wenn ich dafür ein paar leckere Knochen kriege? Ja, Miller, ganz bestimmt. Ja, das heißt also, wir müssen erstmal die richtige Karte holen. Die kriegen wir bei Mia. Vielleicht, müssen wir eher einen Gefallen tun dafür. Mal gucken. Nein, das ist nur Wunschdenken. Gut, mit der Karte dann werden wir eventuell da reinkommen und dann wird's richtig interessant. Also freut euch drauf, wenn's weitergeht bei Let's Play Still Life.